Ja, willkommen aus dem Garten der Geheimnisse in Stroheim in Everding. Ja, und willkommen bei unserem Hochzeitsvlog Nummer 8, sind wir mittlerweile. Genau. Ja, wir sind eben, wie gesagt, im Garten der Geheimnisse. Wunderschön, wie ihr seht. Wir waren letzte Woche am Freitag zum ersten Mal da. Genau, da haben wir drinnen gespielt, weil das Wetter sehr unbeständig war. Heute spielen wir draußen. Schaut mal da. Bei dieser Megakulisse. Schaut mal, es schaut echt super cool aus. Viele von euch fragen sich, wie geht das eigentlich mit dem Rhythmus bei uns? Das geht so, wir spielen unseren Rhythmus mit Händen und Füßen. Ich, meine Wenigkeit, spielt damit der Stompbox und imitiert damit die Bassdrum. Ja, die Martina arbeitet mit jede Menge verschiedenen Percussion-Instrumenten, mit Händen und Füßen. Das ist die Fuß-Tambourine. Für alle Musiker unter euch, damit wird der Backbeat gemacht. Martina, wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 11.10 Uhr. 11.10 Uhr und die Braut ist gestohlen. Ihr seht, die Tanzfläche ist leer. Tja. Und ja. Ich habe das Schuhwerk gewechselt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich barfuß. Ja, dahin. Vielleicht sollte ich das auch noch machen. Naja, ich überlege mir es noch.
Was sagst du? Ist auf jeden Fall mega bequem, muss ich sagen. Und fast die ganzen Hochzeitsgäste gehen alle barfuß. Es ist einfach traumhaft. Also die Temperatur, schöner kann man sich nicht vorstellen. Schaut sich das an, das ist richtig cool. Ja, der Kevin war voll motiviert. Wir sind jetzt schon daheim angekommen, nach einer Wahnsinnsparty. Es war sauheiß, es war eine Megaparty. Am Schluss haben wir noch gejammt mit dem Bräutigam und mit anderen Gästen, die alle Musiker sind. War absoluter Wahnsinn. Mega coole Party, also das Brautpaar echt genial. Also so viel getanzt haben die zwei, war echt super, wahnsinnig angenehm. Super sympathisch, ja. Genau, tolle Hochzeitsgesellschaft. Hat mega Spaß gemacht. Jetzt sind wir ziemlich K.O. und ich muss sagen, ich freue mich jetzt aufs Bett und ja, vorher noch auf die Dusche. Ja, so darf es auf jeden Fall weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.